Die aus unserer DNA gebildeten Proteine in unserem Körper sind für die Aufnahme, Verteilung, den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Medikamenten verantwortlich. Da wir alle unsere eigenen Gene haben, sind wir alle genetisch unterschiedlich und daher unterscheidet sich unser Körper auch in der Art und Weise, wie wir auf Medikamente reagieren. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der beispielsweise als Reaktion auf Stress produziert wird und uns in einen Alarmzustand versetzt. Wenn der Stressreiz verschwindet, wird Dopamin durch ein Protein abgebaut, das vom COMT-Gen kodiert wird. Der Abbau von Dopamin ist wichtig, damit wir nicht ständig in Alarmbereitschaft sind. Wenn das COMT-Gen eine Mutation namens MedMed aufweist, ist das Protein, das Dopamin abbaut, nicht funktionsfähig und der Dopaminspiegel ist höher und die Person befindet sich daher in einem Alarmzustand. Infolgedessen erbringen Menschen mit der MedMed-Variation in normalen Situationen, also ohne Stress, im Allgemeinen bessere Leistungen bei Funktionen, die vom präfrontalen Kortex abhängen. Allerdings reagieren dieselben Personen mit der MedMed-Variante in Stresssituationen nicht so gut. Wir hoffen, dass dieses Video hilfreich ist und würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen haben.